Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ich hatte gerade ein paar Komplikationen, kam nicht auf den Server. Ich hoffe, die Folge kommt trotzdem rechtzeitig. Und ja, wir sind wieder da. Ich habe jetzt nicht geguckt, wem die Hütte gehört. Das werden wir doch klären, Freunde. Das werden wir doch klären. Erstmal muss der da irgendwie rauskommen. Jedenfalls, wir haben jetzt schon etwa den Aufbau. Ich glaube, meine Hütte werde ich auch hier so hinbauen, ja, hier so auf die Ecke, sodass ich hier quasi im Wasser bin und gleichzeitig dann irgendwie oben noch eine Plattform machen kann. Deswegen werden wir hier nochmal kurz reinbauen und mir eine kleine Butze bauen. Das wird natürlich alles ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Und ich habe Hunger. Ist nichts Neues. Ich darf nur meine Sachen jetzt nicht im Wasser verlieren. So, ich hatte irgendwie so ein Crash-Dingenskirchens, das irgendwie ein Mismatch gab mit einer Quest. Also musste ich die Serverdaten, die Server-Mods nochmal zu mir runterladen, weil ich letztens ein kleines Festplattenproblem hatte. Das habe ich jetzt aber gelöst. Und ja, also, puh. Ich sage euch, Let's Bear sein ist schon nicht leicht, wenn alles funktionieren soll. So, meine Bude geht dann Richtung Wasser weiter, wird dann irgendwie riesengroß und hier und da. Also, ich habe jetzt nur mal gekennzeichnet, wo ich hin möchte. Ich werde hier auch eine breitere Tür machen. Wie habe ich das da gemacht? Ich habe drei, okay, drei. Machen wir drei. Ein Dreierabstand. So. Wir müssen das Ganze natürlich hier noch den Sand ersetzen und so. Ich frage mich, was passiert mir hier? Okay. Okay. Ich muss die Lücke füllen. Da kommt Wasser raus. Das könnte noch ein Problem ergeben. Scheiße, Mann. Okay. Ja, ich will hier natürlich viele, viele Fenster haben, viel, viel Glas haben, damit wir das Meer im Hintergrund sehen können. Ja, und das wird halt nicht einfach. Naja, müssen wir gucken. Ich muss jetzt auch demnächst anfangen, mal hier von meinem Planeten runterzugehen, ein bisschen was zu sammeln. Ich weiß aber nicht, wie freundlich die anderen Planeten sind. Gehen wir mal aufs Schiff, da können wir auch gerne sterben. Ich habe jetzt übrigens mein Mikro ein bisschen umgebaut, nicht, dass ihr euch wundert, dass mein Mikro jetzt hier ist und nicht mehr. Da. Und ich hoffe, es klingt auch ein bisschen sauberer als die letzten Male. So, bevor ich jetzt sterbe, gucken wir mal kurz hier rein. Habe ich noch irgendwas Wichtiges? Boxen und so ein Kram. Ich muss erstmal mein Inventar, will nicht sagen säubern, aber ein bisschen klarer machen. So, dafür werde ich die Kiste mitnehmen und dann werde ich hier den meisten Kram unten lagern. Was haben wir hier noch? Was kann ich noch gebrauchen? Ja, Kernfragmente, das kann ich noch gebrauchen. Das, was haben wir hier? Irgendwelche Komponenten? Achso, das ist dieser Block hier, ne? Ich glaube, das war der, die ich von Julian geklaut habe. Du kannst sowieso weg. Hier muss unbedingt aufgeräumt werden. Und ich habe natürlich Nutztiere. Da werden wir auch noch einen Platz finden. Kannst du jetzt mal sterben, Zero? Wäre das möglich? Ich meine, ich habe 110 Bits, was soll ich denn da verlieren? Also, ganz ehrlich, das ist doch nix. So, jeden Moment müsste ich umkippen. Jetzt spawne ich wieder hier. So, okay. Haben wir normale Plantinen? Was ist denn da? Minisage. Achso, da bin ich. Was ist das? Hostile Chip. Ich vermute mal, die sind böse. Aber ich will einen normalen Planeten. Haben wir überhaupt einen normalen Planeten? Xenisagan 3. Boah, gehen wir mal dahin. Aber erstmal runter. Und mit der Truhe werden wir ein paar Sachen verstauen, die wir jetzt nicht brauchen. So. Wenn der eine Quest hat, sagt er mir schon Bescheid, also keine Sorge. Stimmt. Erstmal hier ein bisschen was wegnehmen. Was haben wir da? Gelernt, wie man Powercake herstellt, okay. So, das hier soll nur die Lobby von meinem Zuhause werden. Krieg natürlich das Größte. So, später, also. Jedes Mal, wenn ich mich auf die Mitte konzentriere, wird das Wasser grün. Wenn ich dann hingucke, ist es grün. Okay. Spiel verarscht mich. Ich will gerade sagen, wie cool das ist.
Wenn man sich auf die Mitte konzentriert, dass das Wasser grün wird. Aber jetzt ist es wirklich grün wegen dem Sonnenaufgang. Naja. Jedenfalls, Fenster werden weiter unten eine recht größere Rolle spielen, da wo dann die ganzen Premium-User sind und so weiter. So. Und sobald ich Glas gefunden habe, werde ich auch Fenster einbauen. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn Bewohner es nicht mögen, dann werden sie halt ersetzt. Esse ich keine Schmerzen. So, was haben wir hier denn noch? Stimmt, mein Zelt baue ich hier mal kurz auf. Einfach nur, damit ich es getan habe. Das andere behalte ich natürlich da, wo es ist. Und dann nehmen wir mal die Truhe. Die platzieren wir einmal kurz hier. So. Und da können wir dann schon mal ein paar Sachen einlagern, wie zum Beispiel diese Setzlinge. Setzling, Setzling. So, schon mal ein bisschen was geklärt. So, okay. Also ich hätte schon gerne eine Truhe, wo ich dann spezielle Waffen und so lagere. Jetzt habe ich natürlich nur eine Truhe. Ich könnte bestimmt einen Behälter bauen, nicht wahr? Oh, primitives Schild. Bauen wir erstmal einen normalen Behälter. Was machst du eigentlich hier oben, ey? Hast du nichts zu suchen? Gott, jetzt gebe ich einfach so viel zu bauen. Gärtnerwerkbank habe ich, glaube ich, ja. Holz, hier, Holz, 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 Holz. Ich brauche Truhen, einfache Holzkiste. Ja, wir machen einfach eine einfache Holzkiste oder zwei am besten. So, und die platzieren wir dann auch da. Die können wir sogar stapeln. Und dann werden wir da halt erstmal unsere Waffen, die wir nicht mehr benutzen, hin tun. Ich habe hier noch Kleidung. Die Kleidung ist natürlich besser, ne? So, das werden wir verkaufen. Das werden wir verkaufen. Das können wir nicht verkaufen. Ein Musikinstrument. Komische Kleidung, die kam weg. Solange ich keine coole Kleidung habe, brauchst du ja auch nicht zu ersetzen. So, jetzt haben wir hier noch Wissenschaftlerhosen. Ist auch noch ziemlich selten, ne? Bin zwar jetzt nackt, aber ich habe bestimmt hier noch andere Hosen. Na gut, ziehen wir sie erstmal an. Solange ich keine anderen Hosen habe. Hier haben wir noch ein Seil. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das wird verkauft. Ich muss hier erstmal Ordnung schaffen, Freunde, sonst kommen wir nicht zurecht. Hier, komm, weg damit. Das kann verschwinden. Könnte ich zwar runterwerfen und so ein Kram, aber nö. So, ich trage derzeit den Hammer. Zweihandpistole, das Zweihand-Dingenskirchens kann weg. Oh, erstmal gucken, was wir hier alles haben. Du kannst auch weg. Ich habe hier einen kleinen Dolch. Der kann auch weg. Alles, was ich trage, würde ich sagen, packe ich jetzt unten rechts hin. Alles, was verkauft wird, wird hier nach links gequetscht. Was ist das? Kokosnuss, Wurfgegenstand. Wer braucht denn so einen Scheiß? Kommunikation fehlgeschlagen. Scheiß drauf. Ich will den ganzen Scheiß nicht. Ich habe mir verschiedene Spitzhacken, zwei Taschenlampen, warum auch immer. Zwei normale Schwerter. Das muss alles weg, Leute. Das muss... So, das lasse ich mal alles hier. Später, wenn wir einen riesen Container haben, wo ich das rein tue. Und das auch. Haben wir hier noch 1 Milliarde Samen? Ach Gott. Alles weg. Ich möchte gerne clean sein. So. Okay, sehr schön. Ich sehe nice aus. Nö? So halbwegs. Und wir verkaufen jetzt ein paar Gegenstände. Eigentlich wollte Julian heute wieder mitmachen. Er hat es wahrscheinlich verpennt, dass ich ihm gesagt habe, dass ich mittags aufnehmen möchte. So, und wir gehen zum Markt. Aber naja, das ist ja sein Ding. Also, ob er jetzt mitmacht oder nicht. Er kann ja frei mitmachen, wann immer er möchte. So,
verkaufen wir mal ein paar Sachen, ne? Und dann ziehen wir los. Ich muss auf jeden Fall wissen, wie man Beton oder Eisenwände herstellt, denke ich mal. Das würde unter Wasser bestimmt richtig gut aussehen. So, ich möchte verkaufen den hier. Wie verkaufe ich denn? Ich weiß nicht mehr, wie man verkauft. Wie verkauft man nochmal? Ich habe die ganze Zeit hier diese Steam-Einblendung. Zum Glück bin ich ja im Weg. Ständig kommt da Steam-Einblendung, weil meine SSD mal ausgefallen ist und jetzt sich alles resettet hat. Ach, verkaufen, da, ich sehe es doch. Ah ja, kann ich Kohle und alles kaufen, das stimmt. Da war ja was. Egal, verkaufen wir erstmal Galaxy Breaker. Ein Schild habe ich sogar. Weg, 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 weg. Ah, schon mal ein paar Kröten beisammen. So, das behalte ich zum Werfen. Die Seile behalte ich auch. Das brauche ich zum Abbauen. Derzeit geht das schneller als alles andere. Und die Taschenlampe kommt auch dahin. So. Ich würde sagen, dann erkunden wir mal den nächsten Planeten. Wie gesagt, wir brauchen Zivilisation, wo ich ein bisschen was zum Bauen finde. Also ich werde größtenteils, glaube ich, die Quests nicht nachgehen. Erst wenn ich stärker geworden bin. Und, ach, ich muss, oh Gott, bevor ich das vergesse, Freunde, oh nein. Wenn ich das nicht mache, werde ich meinen Planeten später nie wiederfinden. Wir müssen noch eine Fahne bauen. Kann ich die hier bauen? Hier gibt's einfach zu viele Sachen. Ich brauche einen Webstuhl, ne? Pflasterstein, Bauholz. Pflasterstein hat sie ja gerade noch in der Hand. Was schläfst denn du da drin? Ach, der hat kein eigenes Bett zu Hause, ne? Soll er sich eins wünschen? Das ist das Problem. Wo hab ich mir Pflasterstein hingetan? Hatte ich nicht eine Menge Pflastersteine? Wo hab ich den getan, Leute? Da sind noch Pflastersteine. Sind die weg? Sind die ernsthaft weg? Wie bekomme ich keine Pflastersteine? Ja gut, wir bleiben eh noch im Umkreis unseres Planeten, was soll's. Oh. Ich glaube, ich kriege ein Geschenk von ihm. Yay! Oder? Was hat das zu bedeuten hier? Ja, gib mir ein Geschenk! Xali Fusionsgun. Ich habe nicht genug Ausdauer für die Rechtsklick. Ich habe irgendwie so eine riesen Schrotflinte bekommen. Okay, testen wir mal den Schaden. Was bist du denn? Weg mit dir. Okay, der Schaden ist nicht so gut. Hast du ernsthaft gerade meine Treppe kaputt gemacht oder war ich das? Ich glaube, das war ich. Okay. Fliegen wir hoch. Wir müssen besseres Zeug finden. Wir müssen langsam anfangen. Und wir brauchen Pflasterstein und hast du nicht gesehen. Wir brauchen so viel, Freunde, wir brauchen einfach so viel. Gut, fliegen wir mal zu dem Planeten hier. Hallo? Achso, die Taste war das. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ewig nicht mehr gespielt. Bin ich eigentlich zu groß? Ich glaube, ich bin zu groß. Ich muss ein bisschen kleiner. Hui, so. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir noch einen Eisplaneten, ne? Oh, der sieht giftig aus. Der sieht nicht nur giftig aus, ich glaube, der ist giftig. Wir gehen mal runter und gucken nach, was abgeht. Ansonsten gehe ich in meinen Mech und sammle da ein paar Ressourcen. Wenn es giftig ist, wenn ich Schaden bekomme. Ein verrückter Planet. Alles so komisch hier. Oh Gott! Okay.
Komm hier ganz viel Schaden. Wovon? Okay. Ich hab gedacht, das wäre das. Ja, ist gut. Ich habe gedacht, das wäre das Wasser, in das ich getappt bin. Gut, gehen wir mit dem Mech runter. Kenne ich keine Schmerzen. Ich brauche zumindest eine Flagge, damit ich meinen Planeten wiederfinde. Hossa! Ihr seid gegen mich? Warum? Da habe ich nie etwas getan. Oder weil ich auf sie draufgesprungen bin. Ja, hier ist ein Seil gespannt. Wie cool ist denn der Planet? Nice. Habt ihr auch Pflastersteine? So, dann wissen wir schon mal, wie man das herstellt. Rostiges Metall. Ich würde aber ungern mit rostigem Metall arbeiten. Wir suchen uns was Besseres. Aber wir haben das schon mal mitgenommen. Und hui. Zerstörter Tisch, ach so. Ach so, ich dachte, es wäre eine Truhe. Ja, nehmen wir mal einen Tisch mit. Haben wir zumindest etwas zu Hause. Alles nur zerstörte Tische, ne? Gibt es hier auch irgendwie Loot oder so? Oh, hier geht's tiefer rein. Kannst du dich nicht beeilen? Oh Gott, ist der langsam. Meine Fresse. Okay, ich kenne hier keinen Schmerz. Ich baue mich hoch. Mir egal, dass es länger dauert. Aber ich werde nicht freiwillig hier rausgehen, es sei denn, es gibt Loot. Swamp Dirt. Jetzt lass mich hier durch, Mann. Komische Kreaturen. Da unten rechts habt ihr es gesehen? Ich glaube nicht, weil meine Fresse im Weg ist. Da kommen irgendwie Blitze runter. Oh mein Gott. Und ich kriege die ganze Zeit Schaden. Oder ist das meine Energie? Beides ist ja mein Leben und meine Energie. Also von daher. Okay, da draußen will ich nicht leben. Die armen Pilzmenschen. Aber habt ihr irgendwie Pflastersteine hier oder so? Ist das Pflasterstein? Ich glaube ja nicht, ne? Rostiges Metall, ja, das kennen wir schon. Fungal Stone. Wieso habt ihr hier kein Pflasterstein? Was soll denn das? Oh, da kann man runter. Finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ich bin extra hier wegen Pflastersteine. Ich muss meinen Planeten noch wiederfinden. Ich meine, ich könnte hin und zurück fliegen, wenn ich kurz auf dem Mond sammel. Oh, wie er sich duckt, wie cool. Gibt es hier auch irgendwas, was man looten kann? Okay, da passe ich nicht durch. Ich bin zu fett. Oh, guck mal, eine Tür. Und Schränke, ja. Oh, nichts drin. Oh, nichts drin. Toll. Aber leben die Pilzmenschen? Ist da nirgends was drin? Ich glaube, das Ding schießt da oben die Blitze. Ich habe keine Ahnung. Hier mal gar nicht gelohnt. Gut, was machen wir jetzt? Ich muss zurück und dafür, wir werden einen anderen Planeten besuchen. Das hat hier, glaube ich, keinen Sinn. Ich baue mich mal hier ein bisschen rein. So, ich hoffe, das reicht. Dann fliegen wir hoch. Ah, keine Pflastersteine. Es kann doch nicht so schwer sein, Pflastersteine zu finden. Planeten sind alle noch ein bisschen zu crazy für mich, glaube ich. Ich glaube, eigentlich habe ich da nichts verloren. Vor allem auf meinem Planeten habe ich eigentlich nichts verloren. Ist noch ein bisschen zu stark. Wir müssen also eine Galaxie aufsuchen, die weniger bedrohlich ist für mich, würde ich sagen. Wir gucken mal auf dem. Oh, hier
geht das. Was? Ich will die nicht umbenennen. So, fliegen wir mal dahin. Ob ich hier Pflasterstein finde? Man weiß es nicht. Ich hoffe es einfach nur. Was hätte ich mal. Achso. Ach, da sind meine Pflastersteine. Ah, ich habe sie gefunden. Jetzt ist es zu spät. Nein, egal, wir gucken trotzdem mal hier. Ich meine, solange wir im Umkreis unseres Planeten sind, kann eigentlich nichts passieren. Aber ich habe einen Pflasterstein gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Hier ist es dunkel. Die Temperatur auf diesem Planeten ist gefährlich gering. Ohne entsprechende Aus. Halt! Gehe ich ein? Ich setze mich jetzt mal hin. Okay. Aber ich habe Pflasterstein gefunden, das heißt, wir können jetzt auf meinen Planeten zurück. Und erstmal die Fahne bauen. Ich bin sehr überrascht, dass ich zumindest, dass zumindest mein heimischer Planet für mich ganz gut geeignet ist. Ich bin schon wieder kurz vom Verhungern, ey. Ups. So, und der ist auch riesig. Ach du Scheiße, kein Wunder, dass ich meine Sachen nie wiedergefunden habe. Okay. Bauen wir einen Webstuhl. So, okay. Jetzt haben wir auch einen Webstuhl. Also, wir brauchen auf jeden Fall Gewebe für die Flagge. Die Flagge an sich können wir hier nicht bauen. Da ist die Flagge. Wir brauchen Gewebe und Kupferbarren. Oh mein Gott. Wie viel Gewebe brauchen wir? Zwanzig Gewebe. Okay. Bitte 20 Stück herstellen. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir noch einen Kupferbarren. Dafür brauchen wir na, einen Bus nicht, ne? Da. Schmelzofen, Lager. Ich habe keinen Schlamm. Der arme Kerl hat zu Hause kein Bett, muss in meinem schlafen. Wobei das Bett ist eher provisorisch derzeit. Naja, gut. Schlamm. Wissen Sie, was wir gleich versuchen? Wir werden gleich erstmal meine Sachen in die Truhe legen. Alles, was noch geht. Vor allem die Pflastersteine. Und anscheinend hier sehr, sehr rar. Rostiges Metall, ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt sichern. So. Jetzt werden wir gleich sterben und dann gehen wir mal ganz, ganz tief unter die Erde. Da haben wir noch nicht geguckt, ne? Denn wir haben hier natürlich auch ein unterirdisches System und das werden wir uns gemeinsam gleich angucken, sobald ich tot bin. Ich kann auch einfach freiwillig sterben. Ich glaube, das geht schneller. Aber mein ganzes Geld. Naja, egal. Oh. Ich glaube, ich habe vergessen, die Leertaste loszulassen. Oh, komm. Jo, wir sind tot. Ich habe ein bisschen was an Geld verloren. Oh, ich habe irgendwie Schaden bekommen. So. Okay. Ich meine, wieso nicht einfach bei mir gucken, ne? Hier unten wird nachher dann quasi, ich glaube noch ein Stück weiter unten, die ganzen geilen Premium-Häuser entstehen. Da, hier, auf diesem Bereich. Das wird so schön. Schlamm? Schlamm. Nice. Ich kann natürlich noch weiter graben. Könnte ein bisschen Luft gebrauchen.
Weiß nicht, so viel Luft habe ich nicht mehr, ne? Ah. Ich kann natürlich weiter runter gehen und irgendwo da unten wird dann eine Höhle sein. Und dann durchsuchen wir einfach meine Höhle. Ja, bin tot. Scheiße. Eigentlich macht man das genau deswegen nicht. Aber ich habe gehofft, dass ich hier nicht tief falle, wenn ich da runtergehe. Aber wir sind tief gefallen. Gut. Holen wir ganz kurz Schlamm und dann seht ihr auf jeden Fall, wie tief dann der Fahrstuhl runtergeht. Beziehungsweise wir werden höchstwahrscheinlich einen Teleporter benutzen und zeitgleich auch einen Fahrstuhl. Einfach für die Atmosphäre, dass man hier mit dem Fahrstuhl einfach rund. Ja, da hab ich Bock drauf. Hi. Töte mich nicht. Unschuldig. Nein! Oh. Erstmal Luft holen. Gut, er sitzt fest. Das Wasser geht da alle. Oh Gott. Ich werde die Höhle überschwemmen. Komm, wir machen zu, bevor das passiert. Ich will da ehrlich gesagt noch runter. So, machen wir hier zu. Und sperren den ein, weil ich ja gleich wieder hoch will. Ich wollte ja nur den Schlamm haben. Aber eigentlich brauche ich auch das Kupferzeug, ne? Okay, folgendes. Wir wagen uns nach unten. Ich bin tot. Oh, das Wasser hat mich gerettet. Oh mein Gott. Oh, ich bin ein... Oh, ich bin richtig gut. Oh. Okay, ich habe sogar mein Zeug wiedergefunden. Krass. Und da unten ist direkt was. So, wenn wir jetzt hier den Hintergrund öffnen... Ach nee, dann kommt ja noch mehr Wasser rein, ne? Weil es ja eine Unterwasserwelt ist. Ich wollte gerade sagen, dann können wir das Wasser abschöpfen. Aber mal, dann machen wir es halt nicht. Vielleicht sollte ich über mir erstmal zumachen. Damit das Wasser hier nicht reinläuft. Und dann schnappen wir uns das hier. Ah, jetzt muss ich hier komplett runter. Oh Gott, ich will an die Truhe ran. Bestimmt richtig geiles Zeug drin. Vor allem hier einfach so eine Kläranlage. Wie kommt die da hin? Ist jemand noch so verrückt wie ich und baut hier? Tada! So, wir nehmen das Gift noch mit, das kann ich noch gebrauchen. Und dann... Verdammt. So, oh, ein Diamant! Lol. Nice. Von da kommt irgendwie Licht, ne? Das sollten wir mal überprüfen, Freunde. Das sollten wir überprüfen. Was ist das für Licht? Ich hoffe, ihr seid freundlich. Freund oder Feind? Die sehen so aus, als wollten sie mich töten, ne? Ich weiß nicht, ob die freundlich gesinnt sind oder nicht. Das sind irgendwie Wissenschaftler. Okay, er schießt auf mich. Dann schieße ich natürlich zurück. Das ist ja meine Shotgun, die ist nicht so cool, ne? Und dann schießen wir einfach von Weitem auf sie. Können ja anscheinend nichts machen gegen mich. Und dann plündern wir einfach ihre Station hier. Vor allem will ich wissen, was das ist. Das sieht so interessant aus. Noch einer weniger. Ich kann mich derzeit sehr schlecht gegen die wehren. Deswegen soll ich aufpassen, was ich tue. Nein!
Schieß doch! Nein! Oh Gottes Willen! Erstmal schlafen. Ich hoffe, ich finde hier irgendwelche richtig starken Waffen. Jetzt kann ich das vergessen, mich zu wehren. Habe ich eigentlich irgendwie ein Lagerfeuer dabei oder so? Habe ich nicht. Das heißt, ich kann auch nicht kochen. Was kostet... Ich kann nicht mal hier ein Lagerfeuer bauen. Doch, da. Oh. Baumstamm. Ach Gott, die finde ich hier unten nicht. Das könnte ein Campingkocher sein, ne? Der ist cool. Den nehme ich mit. Okay, Problemo gelöst. Und wir nehmen da gleich das Kupfer hier auf jeden Fall mit. Wir müssen hier so viel Stuff wie möglich mitnehmen und eventuell überleben. Das wird schwer. Vor allem irgendwie wieder nach Hause zu kommen, wird richtig schwer. So, wir sind wieder voll aufgeladen. Two-handed. So, 33 Damage meiner Macht weniger. Okay. So, du wirst verkauft. Und schon haben wir einen neuen Hammer. Yeah. So, Silbererz, Titanerz, nice. Und dann haben wir hier noch ein einhändiges. Das kombinieren wir mit der Taschenlampe. Allerdings tauschen wir die beiden. Ja. So lässt es sich leben, Freunde. So lässt es sich leben. Oh, noch mehr Zeug. Nice. Kann ich schon irgendwas verbessern? Ich sollte verbessern, solange es geht. Die Reichweite brauchen wir 12. Ich könnte malen. Das Upgrade ist das jetzt nicht wert. Und wir brauchen noch mindestens 2. Ich werde alles sofort verwenden, wenn ich es kann. Ich weiß, was dieses Licht bedeutet. Freunde, seid bereit für Action. Aber wir werden danach, wenn wir fehlschlagen, landen wir zu Hause. Deswegen sollten wir uns hier erstmal umsehen. Einfach das Gift mitnehmen, dann kann es mir nichts tun. Das ist die Grundregel von meinem Leben. Nein! Alter, der Sand ist rutschig. Und ich glaube, daraus konnte man auch richtig geile Sachen herstellen. Wenn meine Erinnerung richtig ist. Vorsichtig. Oh, Hellsabe. Stimmt, ich hatte noch gar keinen. Na gut. Gehen wir in... Die Satellitenschüssel, die bringt uns zu speziellen Gadgets, die echt cool sind. Wo lande ich jetzt? Welcome! Insert subject name here. Super. You have been chosen to be the next... super. Scheiß drauf, so schnell kann ich nicht lesen. So, hier wird's also, ja. Kleine Sachen geben, die wir machen. Und in dieser Truhe wird das Gadget sein. Und wir bekommen... was? Quest complete. Thanks to this device, I can apply the same principles to my Blink Dash Tech with the Air Blink. Okay. Das hier ist nämlich richtig nice Scheiße, Freunde. Guckt euch das an. Ich kann mich jetzt teleportieren. So, das Rätsel ist ein bisschen verzwickt. Wenn ich mich jetzt erinnere, wie das war. Warte mal. Stimmt, ich muss beide auf einmal drücken. Und schon ist die Tür offen.
So. Auch recht simpel. Ach, ich liebe diesen Teleporter. Ist einfach cool. So, dann will ich auf jeden Fall da hoch. Ah, die Tür geht. Irgendwie ging die Tür auf. Ich weiß aber nicht mehr wie. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Tür damals aufgekriegt habe. Gab es hier irgendwie einen Schalter oder so? Nee. Na gut, gehen wir ganz runter. So, guck mal, ein Automat. Hier kann ich Sachen kaufen. Schokolade. So, und am Ende kriegen wir noch, ich glaube, super Loot, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Yeah. Okay. So einfach geht das. Oder war das in den Challenge-Räumen? Kann sein, dass es auch in den Challenge-Räumen war, dass ich da guten Loot bekommen habe. So, das hier ist tricky. Hier bin ich sehr oft gestorben. Wenn ich sterbe, kann ich euch sagen, ist nicht so cool. Wieso ist die Tür zu? Ah, deswegen. So, die Plattform muss ich treffen. Scheiße. Jetzt muss ich die Plattform treffen. Ha! Getroffen. Der Teleporter wird mir später noch sehr, sehr nützen. So. Noch eine Mikrowelle. Ich könnte hier auch alles einfach scannen, ne? Wenn ich das alles scanne, kann ich das später selber bauen. Hihihi. Ganz vergessen zu scannen. Kamera, wofür auch immer, ein Bettchen, da, den Schalter, das hier. Bitte lass mich runter. So. Wie war das jetzt? Achso, ich glaube, das waren Trampoline da unten. Nice. Aha. So, weiter Sachen scannen. Vor allem den Fernseher, den will ich haben. So, die Ketten, das Ding, das Ding. Das sind Minen, meine Damen und Herren. Das sind Minen. Die Taste wollte ich eigentlich nicht drücken. Ich will schlafen. Ich habe ja noch Heilung am Start, ne? Ich will das hier auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, am Ende bekomme ich etwas Nettes. Wenn ich mich recht entsinne. Oh nein. Oh Gott. Werde ich das schaffen, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr so geskillt. Oh Gott. Ich habe kaum noch Leben. Okay. Oh, nicht die Scheiße. Auch bitte nicht. Das ist ganz, ganz tragisch. Ja, da muss ich hin. Ich habe kein Leben mehr. Kann ich mir noch Heilsalbe herstellen? Ja. Wie viel? 26. Komm, scheiß drauf. Oh. Das haut schon hin, Freunde. Das haut schon hin. So, scannen wir hier erstmal alles. Können wir alles für zu Hause später benutzen. Vor allem das Licht ist schön. Gut, folgendermaßen. Das ist nämlich sehr, sehr schwer. Oh, guck mal, Fernseher.
Rein theoretisch muss ich nur dahin. Aber da ist noch eine Kleinigkeit, die ich gerne haben. Und deswegen habe ich mir auch die ganze Heilung hergestellt. Das ist nämlich verdammt tricky, da überhaupt hinzukommen. Aber gut, legen wir erstmal den Schalter um, ich meine. Vielleicht können wir von da aus mehr erreichen. So, geschafft. So. Ja, von hier aus das Ganze zu erreichen. Seht ihr das? Das ein Bett. Schon. Muss doch funktionieren. Na gut, scheiß drauf. Ich versuch's nochmal so. Es muss ja wohl gehen. Ich hab's schon mal geschafft. Es hat zwar lange gedauert, aber ich hab's schon mal geschafft. Ich werd's nochmal schaffen. Boom, Schalter umgelegt. Ich weiß zwar nicht mehr, was es mir gebracht hat, aber ich hab's geschafft. Irgendwas wird sich geöffnet haben. Ich weiß nur nicht was. Ich liebe dieses Tool. Es wäre einfach nichts Besseres, um von A nach B zu kommen in der Höhle. So. Okay, hier kriegen wir erstmal ein paar von den uralten Essenzen. Dann haben wir hier noch ein paar Goodies. Nehmen wir natürlich mit. Den rüsten wir aus, weil der höchstwahrscheinlich besser ist. Oh ja, endlich was Gutes. So, haben wir noch einen Raketenwerfer, noch so ein Ding jetzt Kirchens, Heilsalbe, nice. Und da, das hier haben wir bekommen. Nice. So. Wir bekommen als Belohnung Lederbrustplatte herstellen und Lederschürze herstellen. So. Okay. Tierhaut, Lederschürze, Brustplatte. Sehr, sehr gut. Dann lernen wir das, die ganzen Scheiß hier auch nochmal. Zack. 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 So. Dopp, 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 dopp. Und natürlich werde ich hier alles einscannen, damit ich das selber bauen kann, weil das ist schon echt cool. So. Zurück bitte. Ah, schön. Oh, das Ding ist weg. Die haben das geupdatet. Früher ist es nicht weggegangen. Schade. Aber es gibt mehr von denen und es gibt noch mehr Tools. Und vor allem gibt es mehr Belohnungen und kleine Spielchen, was ich echt cool finde. Na gut, müssen wir die nächste finden. Schade, dass sie das gefixt haben. Oder vielleicht haben sie es gar nicht gefixt. Ich glaube, das war auf irgendeiner Mission, die ich da damals gesehen habe. Naja. So, jedenfalls haben wir jetzt eine hübsche Waffe. Guckt euch an. Bum, 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 bum. Schön. Endlich Erfolg, Freunde. Endlich Erfolg. So, damit kann ich leben. Und natürlich haben wir den hier behalten. Das heißt, ich könnte überall damit jetzt hin. Aber wir gehen mal nach rechts. Links. Ich muss erstmal so Kamera wieder zentrieren. Ja, mal gucken, wann wir die nächste Satellitenschüssel finden. Ich finde das immer lustig. Und wir haben gleich eins der besten Gadgets bekommen. Das finde ich richtig gut. Hätte echt schlimmer ausgehen können. Leben bekommen wir auch ohne Ende. Nice. Oh, ich wünschte, ich könnte schneller abbauen. Moment, ich kann schneller abbauen, oder? Ja. Boom. Schneller abbauen, Freunde. Oh, guckt es euch an. Schön, einfach schön. Doppelte Geschwindigkeit. Oh, ich würde als allererstes auch gerne die Geschwindigkeit ausbauen, weil das ist mir wichtiger. Und dafür brauchen wir 16 Stück jetzt als nächstes. Damit wir halt schnell vorankommen und dass ich die Spitzhacken nicht brauche und alles. Das ist schon um einiges angenehmer. Ich hoffe, ich finde hier irgendwie mal was. Da. Oh, ich habe das Kupfer gar nicht eingesammelt. Naja, egal. Wir werden hier noch genug Kupfer finden. So, gucken wir erstmal. Ja, die Luft ist rein. Wir sammeln auf jeden Fall erstmal das hier ein.
Und das macht nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Oh, das macht gut Schaden. Boom. Was leuchtet so schön, wenn ich schlage? Yay. Bezieh dich. Ja, es gibt auf jeden Fall bessere Waffen. Aber das dauert noch, bis wir da hinkommen. Die macht Töne. Wie cool. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Und dann geht's hier runter. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das gut geht. Hier ist irgendein Bauwerk. Was ist das denn? Was ist das für Zeug? Neptium. Aha. Radioaktiv. Wieso hast du Leben verloren? Gefällt mir gar nicht. Au! Au! Ja, töte mich halb. Wieso nicht? Warum mit Ruhen? Da haben wir auch was. Ups. Na gut, Titanerz ist jetzt nicht das Beste der Welt. So brennt der Licht. Ist der kleine. Wieso haben die Leben verloren? Wieso ist da noch einer? Ich sollte mal versuchen, mit der zu kämpfen. Mal gucken, wie stark die ist. Auf jeden Fall schnell aufgeladen. Gut, graben wir uns runter und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Licht und gucken, was da so ist. Muss mich gleich hier nochmal hochbauen, ne? Vielleicht hätte ich von Anfang an weiter nach rechts gehen sollen. Egal. Wir wissen ja, wie man hier vorankommt. Ja, man springt ins Gift. Man springt nochmal. Jetzt weiß ich, warum das Gift da ist. Wieso mache ich es mir endlich so schwer? Für zwei Verbände, Freunde. Ich liebe die Waffe. Nicht so geil. Okay. Oh, eine Tech-Karte, nice. Sehr schön, hier werden wir richtig fündig, das gefällt mir. Ich würde gerne die Fackeln mitnehmen. Sie sehen ein bisschen cooler aus als meine. Und natürlich müssen wir scannen, was das Zeug... Ach, das ist eine Tür! Wie cool! Oh, das muss ich mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube sogar zu meiner Main-Quest, das zu scannen, ne? Quest folgen. Nee, doch nicht. Hätte ich schwören können. Puh, ein Hinweis geringer Tragweite, aber dennoch relevant. Okay. Es muss also grün sein, damit es relevant ist. Okay, bohren wir uns da hoch zu Lava. Ich würde auch gerne Lava mitnehmen, einfach nur... Ich finde Lava cool. Ich werde es irgendwie positionieren bei mir. Ich habe keine Ahnung wie, aber es wird auf jeden Fall schön lichtspendend sein. Ja, guckt euch an, wie hell das ist. Da gibt es bestimmt auch geilen Loot. Das ist das erste Objekt, was ich finde. Ich hab ja ungefähr 60 Stunden Einzelspieler gespielt. Ich habe nicht ein Objekt gefunden. Ich war sogar in einer florianischen Stadt und habe nichts gefunden. Jetzt ist das erste Mal, dass ich ein Objekt gefunden habe davon. Crazy, ne? Bist du freundlich? Sie sind freundlich. Ich hau euch eure Lava. Eine Satellitenschüssel. Jawohl, Freunde, jawohl.
So, ein bisschen Lava klauen. Sag mal, schwitzt der Typ? Der schwitzt? So, wir wollen ja auch nicht zu gierig werden, ne? Gucken wir, was die hier oben haben. Oh, ein bisschen Geld, das nehme ich alles. Eine Banane zum Essen, cool. Wie man Glücksbringer-Dip herstellt. Okay. Sorry, ich dachte, das wäre Geld. Klaue ich alles? Okay. Erstmal scannen und dann würde ich sagen, gehen wir in die Satellitenschüssel und gehen der nächsten Aufgabe nach. Oh, der hat eine Quest für mich. Ich hatte earlier eine Begegnung mit einigen Scavenging-Divers. Ich joggte zu erkunde das Gebiet earlier als kam aus dem Nichts und verhörte mich. Ich fühle mich ziemlich verlegen und brauche Rechen. Es geschah in der Nähe der Smallstone-Ruine oberhalb. Könntest du das... Okay, ich mach das, keine Sorge. Wie cool. Kleine Arbeiterschaft hier gefunden. Finde ich nice. Die Türen hätte ich gerne. Ich muss die Tür erstmal zumachen, um sie zu scannen. Oh nein, ich bin am Verhungern. Warum? Ich habe keine Ahnung, was das soll. So. Unknown Destination. So, ich werde da auch nicht verhungern, von daher ist alles gut. Was kriegen wir als nächstes? Ich bin schon ganz gespannt. Verhungere ich immer noch? Ich glaube nicht, ne? Aber ich sollte irgendwie... was essen? Ist doch genauso... also ist schon wieder ein Teleporter, oder? Nee, das ist irgendwas anderes gewesen. Was war das nochmal? Wo ist das Ding jetzt? Ich habe nur eine Schrotflinte? Ja, wieso nicht? Ich muss darauf warten, dass ich nicht verhungere eigentlich, ne? Ich habe ja Bananen am Start. Essen wir die Bananen. Hilft zwar nicht viel, aber dann kriegen wir wenigstens nicht diese nervigen Geräusche. So, wo ist jetzt das Ding jetzt, was wir gefunden haben? Was ist das denn? Süßer Punsch? Da, was war das noch? Relaktor. Ach! Irgendwas war das. Ach stimmt, hier kommt eine Figur. Und die können wir einsaugen. Wir können jetzt Sachen einsaugen. Okay, aber wir werden den Scheiß hier einfach nicht mitmachen. So wie ich das damals gemacht habe, werde ich das Ding nutzen. Und das Ding setze ich dann auf die 2. So, muss ich dich nochmal kurz einsaugen. Zack. Achso, das war nur dafür. Ich weiß nicht, ob ich noch andere Sachen einsaugen konnte. Nö, ich nehme dich jetzt mal mit. Ach nee, ich brauchte das. Okay, machen wir das einfach so, dass ich mich da selber runterporte. Oh, das haben die auch gefixt, okay. Oh, dann müssen wir das auf die herkömmliche Art und Weise machen. So. Wie war das nochmal? Normalerweise müssten die doch nach vorne punchen, oder? Oder auch nicht. Jo.
Bin ich noch weiter abgeschossen. Ah, okay, das war die Geschichte. Wir müssen den Sandsack hier mal hinstellen und dann gehen wir mal darüber. Oder war der Sandsack auf der Seite? Ich glaube, der Sandsack war auf der Seite. So, zack. Tunet da offen. So einen Fahrstuhl brauchen wir. Ja, hoch wollte ich eigentlich nicht. Ich glaube, das ist zu spät. Das war recht tricky, soweit ich mich erinnern kann. Wir müssen diesen Schalter drücken, dann bewegt sich das hier. Der würde jetzt einmal rumfahren. Ah, den Fahrstuhl können wir auch scannen, ne? Hihihi. Zack. Zack. So. Wir werden jetzt nämlich den guten alten Freund hier platzieren, das Ding starten und dann müssen wir halt mitlaufen. Die anderen Schalter aktivieren. Tada, fertig. Wir müssten das jetzt endlich geschafft haben, ne? Ich war mir sicher, das müsste sich jetzt öffnen. Ich muss dann nochmal runter. Scheiße. Ah, jetzt ist es offen. Aber ich muss meinen Buddy noch mitnehmen. Der ist nämlich gleich noch richtig, richtig wichtig. So, Mr. Buddy. Ja, man kann ihn leider am Ende nicht retten. Man muss ihn leider opfern. Ja, und hier ist halt so ein Skyrim-Arena-Abklatsch. Du wirst hier niemals irgendwas finden. Du läufst hier halt immer im Kreis und es gibt da einfach nichts, was du erreichen kannst. Das ist die reinste Verarsche, Freunde. Das ist die reinste Verarsche. Versucht es nicht, wenn ihr hier jemals landet. Einmal bitte runter. Dance! Na schön. So. Hier haben wir noch eine Mikrowelle. Oh, Essen. Oh, da war Essen drin. Nice. Ach, guck mal. Das können wir auch mitnehmen. Also nicht mitnehmen, sondern angucken. Und dann später selber bauen. Und die Tür will ich noch einscannen. So. Denn die Flasche. Hier müssen man eigentlich rumfahren. Ich glaube, ich konnte das Ganze. Ich habe jetzt Angst, dass ich in der Lava lande. Deswegen tue ich es nicht. Moment, ich weiß. Oh! Ah, das Spiel verarscht. Schön. Oh! Das war die Rache. Erstmal nicht bewegen, erstmal heilen. Okay. Hihi. Eigentlich muss man die halt auslösen mit dem Buddy, aber ich habe sie ausgetrickst. Doppelheilung im Bett mit Wasser. Oh, das muss ich mir abgucken. Das muss ich mir angucken. Das ist nämlich heilendes Wasser. Und wenn wir im Wasser schlafen, dann regeneriert man noch schneller. Das gucke ich mir für zu Hause ab. Also, die Mona Lisa nehmen wir mit. Das Bett nehmen wir mit. So, die Uhr. So, hier könnte ich schon zurück. Allerdings kenne ich dieses Rätsel hier nicht. Das Ende ist anders als sonst. Ich darf nicht sterben. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, wir sind nicht mehr unten, wir sind jetzt zu Hause. Und wir haben nichts verloren. Außer dem Blut am Ende.
Ja, aber wir sind zu Hause, Freunde, und ich glaube, wir haben auch die Folge für heute geschafft. Ja, cool. Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Wir haben gute Gadgets bekommen. Ja, mein Dude habe ich nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was mir die Waffe hier zu Hause bringen soll. Eigentlich nichts. Eigentlich kann ich die verkaufen. Die bringt mir eigentlich gar nichts. Den Buddy habe ich ja nicht. Ich kann bis zu drei frei. Ah, ich verstehe. Wir können damit Kreaturen herumtippen. Was ist mit meinem Buddy hier passiert? Wo ist er hin? Bist du schwimmen gegangen? Oh Gott, ich habe Angst. Was ist hier passiert? Wir rufen ihn mal ganz kurz, ja? Der hat eh ein Geschenk für mich. Oh, er ist am Leben. Yay, Samen. Okay, du bist keine Kreatur. Also rein theoretisch kann man damit Tiere transportieren. So. Mein Haustier hier oben kann ich das nicht machen, glaube ich, oder? Nee, mit dem nicht. Aber wenn ich jetzt eins dieser Eier nehme und hier platziere. So, dann müsste da jetzt langsam mal was rausschlüpfen. Guck mal, hier alles noch einscannen, das kann man gut gebrauchen. Hier noch eine Tür, da, hier. So. Das Ding müsste irgendwann schlüpfen. Ich dachte eigentlich früher, das ging ein bisschen schneller mit dem Schlüpfen, aber anscheinend. Oh. Gut, ich würde sagen, wir pflanzen das hier und dann sehen wir, was in der nächsten Folge da rauskommt und dann werden wir es in unsere Waffe ziehen und transportieren. Cool, ne? So einfach geht das. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und vielleicht finden wir ein bisschen mehr. Haut rein, euer Zero. Tschüss.